Insofern wollen wir, weil es ist unsere Pflicht, nicht nur Gesicht zu zeigen, sondern dem politischen System einen Gegenentwurf darzustellen, bei der jetzt anstehenden Landtagswahl mit voller Energie angreifen. Und wir werden im Rahmen der Zulässigkeit in Form von Gesetzen massiv dieses System angreifen. Und wer weiß, was dann am 26. September tatsächlich als Ergebnis für die NPD über die Mattscheibe dann eingeblendet wird. Lasst uns diese Landtagswahl als Möglichkeit nutzen, um den Volksverrätern und Versagern da draußen zu zeigen, Deutschland und auch die NPD sind noch lange nicht am Ende. Danke. Die Verhältnisse in Mecklenburg und Vorpommern, in ganz Deutschland und in Europa können nur von Parteien verändert werden, die so radikal denken und handeln, wie die Wirklichkeit an Radikalität den weißen Völkern in Europa die Zukunft kaputt machen will. Man hört nichts von der Verarmung der deutschen Bevölkerung durch diesen sogenannten Lockdown. Wir wehren uns nicht, wenn die Regierenden es geschafft haben, uns zu vereinzeln. Was ich sagen will ist, wir müssen wieder diese ganz natürliche positive Aggressivität nach draußen tragen. Denn wir machen das aus Überzeugung. Die Leute glauben uns das, weil wir genau das auch verkörpern. Lasst uns jeder wieder ein bisschen aktiver werden. Zeigen wir unser Gesicht, denn unser Gesicht ist ein ehrliches Gesicht und darauf kommt es an. Vielen Dank. Das war heute mein Wunsch. Was uns fehlt, ist eben nicht die Erkenntnis, dass das System kaputt ist. Was uns fehlt, ist ein Volk, das bereit ist, für seine Interessen zu streiten, auf die Straße zu gehen und aktiv gegen dieses marode System vorzugehen. Aber wie so oft braucht es einen Impuls. Es braucht jemanden, der es aufrüttelt. Wie oft höre ich das? Mich schreiben die Leute an und sagen, es muss doch was passieren. Ihr müsst doch endlich was machen. Und ich sage den Leuten immer, ja, wer ist denn ihr? Ist denn dieses Deutschland nur das Deutschland der NPD? Oder eines Parteivorsitzenden? Oder ist es auch euer Deutschland? Dass wir das Bewusstsein dafür schaffen können. Dass die Menschen begreifen, dass unsere Landsleute verstehen, dass es um ihre eigene Existenz geht. Ich bin bereit, mich in den nächsten Wochen und Monaten mit ganzer Kraft in diesen Wahlkampf einzubringen, wenn ihr das wollt und mich unterstützt. Ich würde mich freuen und biete mich an. Vielen Dank. Wir von der NPD haben heute unseren Landesparteitag hier in der Hansestadt Anklam durchgeführt und unter anderem unsere Liste für die Landtagswahl am 26. September gewählt. Unser Parteivorsitzender Frank Franz wird diese Liste für die Landtagswahl anführen. Und die letzten 5 Jahre im Landtag haben doch eindeutig gezeigt, dass eine Schlafwagenmentalität Einzug in den Landtag bekommen hat. Es muss den Versagern in der Landesregierung, aber auch den Versagern in der Opposition endlich Feuer unter dem Hintern gemacht werden. Und deswegen werden wir von der NPD dafür sorgen, dass nach dem 26. September wieder richtig Politik für die deutschen Bürger im Landtag von Mecklenburg und Pommern gemacht wird. Ich bin stolz, dass ich heute hier beim Landesparteitag auf den ersten Platz der Landesliste zur anstehenden Landtagswahl gewählt wurde. Ich freue mich und bedanke mich für die Anerkennung und das Vertrauen und ich bin sicher, dass wir einen kraftvollen Wahlkampf hier in Mecklenburg hinlegen werden. Die Altparteien hinterlassen unserem Volk einen Trümmerhaufen, nicht weniger als den wirtschaftlichen Ruinen und Millionen zerstörter Existenzen. Insbesondere nach dieser Corona-Pandemie bleibt vielen Deutschen nichts anderes übrig, als in die wirtschaftliche Notlage zu rutschen. Daran wollen wir als NPD etwas ändern. Wir wollen endlich wieder das Interesse unseres eigenen Volkes in den Vordergrund rücken.
jahrelang, jahrzehntelang hat man uns erzählt, dass für deutsche Interessen und für unser Volk kein Geld da ist. In Zeiten von Corona können plötzlich Grenzen geschlossen werden, es können Kontaktbeschränkungen beschlossen werden. Man kann all das machen, was vorher für das deutsche Volk angeblich nicht möglich war. Jetzt geht es darum, dass alle mit anpacken. Deutschland ist nicht nur Aufgabe von wenigen Funktionsträgern oder Politikern, sondern Deutschland und unsere Zukunft geht uns alle an. Deswegen ist es wichtig, dass sich alle in diesen Wahlkampf einbringen und mit uns gemeinsam für unsere Freiheit und für unser Volk streiten.